Was haltet ihr davon, wenn wir jetzt mal was richtig Großes bauen? Wo seid ihr? Was richtig Großes? Was schwöbe, schwer beschwebtes dir davor? So eine große Burg mitten in der Wüste. Naja, es muss keine riesige Burg sein. Es kann auch so eine mittelgroße Burg sein. Hä? Ja, wo willst du denn hinbauen? Irgendwo in der Wüste. Da hinten ist ein Enderman. Er ist weg. Wo ist Liri denn? Weiß ich nicht. Fischen. Hier ist der Enderman. Jetzt ist er wieder weg. Blöder Drecksack. Na. Warum fliegt ihr so? Weil's geht. Oder wollt ihr uns noch irgendetwas zeigen? Dann müsst ihr wirklich alle fliegen. Nicht bevor es nicht richtig fertig ist. Aber wir könnten in meinem Haus den Keller zusammen machen. Na, das ist so eine Sache von einer halben Stunde, das ist doch nix. Na dann fangen wir, wo läufst du denn jetzt schon wieder hin? Lass uns in die Wüste gehen. Eisenhosen an. Wieso habe ich Eisenhosen an? Oder ist das Diamant und nicht verzaubert? Das ist Diamant und nicht verzaubert. Diamant. Aber noch nicht verzaubert. Was machst du denn da? Kuschelst du mit dem Kaktus? Ich hab da so eine juckende Stelle. An der Nase, ja? Manchmal spinnst du ein bisschen rum. Ja, das ist jetzt aber nett gesagt. Was soll ich dazu sagen? Also dann eine Burg in der Wüste. Eieiei. Okay. Wo war nochmal? Dafür sollten wir uns aber wirklich einen Plan machen. Ein Plan? Ja, so einfach drauf loszubauen ist, glaube ich, nicht so unbedingt das Beste. Zumindest nicht für eine Burg, für so ein Riesenprojekt. Und wo willst du den Plan machen? Einen Plan macht man sich normalerweise zu Hause auf dem Zettel. Ja. Weil wir wissen nicht, wie groß die werden soll. Eine doppelte Außenmauer mit einem Burggraben oder irgendwie irgendwas ähnliches? Oder hast du da schon eine ganz konkrete Vorstellung? Nein, nur eine kleine Burg. Nichts Besonderes. So ein, pass auf. Ich dachte an so was wie eine Außenmauer. Ja, das ist gut. Außenmauern sind immer gut. Wo bist denn du da? Und ein paar kleinere Häuser so in den Mauern, verstehst du? Außenmauer, Innenmauer, Burg und zwischen Außenmauer, Innenmauer, Häuser. Verstehst du? Müssen nichts Großes sein. Wenn zwischen Außenmauer und Innenmauer Häuser stehen müssen. Es sollen ja keine Häuser werden wie das da. Dann wird das eine große Geschichte. Es sollen ja keine Häuser werden wie das da. Nein, das ist mir schon klar. Aber selbst wenn du zwischen Außenmauer und Innenmauer Häuser hinpacken möchtest, du willst ja nicht nur einen Gang davor haben, wo man durchlaufen kann. Und mit Sicherheit hast du dann auch eigentlich noch so ein paar Stände und so weiter, wo Leute was verkaufen in so einem Außenring. Und dann geht's hoch zum Bergfried. Heißt also, die Burg muss auch noch höher gelegen sein. Sonst sieht's natürlich scheiße aus. Und das ist ein größeres Projekt, als du dir vorstellst. Ah. Das können wir gerne angehen, aber es wird länger dauern, als du glaubst.
Na dann, packen wir's an. Ja, dann suchen Platz in der Wüste und wir fangen an. Keine Ahnung, wo gehen wir jetzt nochmal Richtung zu Hause? Weiß ich jetzt nicht. Da, warte mal. Guck doch auf den Kompass. Ich guck auf den Kompass, du Nudel. Telefon das fertig. Du warst zum Telefonieren? Rummel. Dich hätten wir. Wo bist du, Hase? Nein, ich lauf durch die Wüste. Damit Coco ihre Reparaturen kriegt. Ach komm, wir wollen in der Wüste einen Platz suchen, wo Goretti eine Burg bauen kann. Das ist doch eine große Wüste hier. Wo seid ihr? Hier, in der Wüste? Ich sehe euch nicht, auch da. Ich befürchte, wenn wir das auch noch hier in die Wüste reinstellen, dann brauche ich hier gar nicht mehr hin, weil mir das dann alles laggt. Also muss die Wüste etwas weiter weg sein, ja? Das wäre voll toll. Wir sollten vielleicht eine andere Wüste suchen. Wir haben gut. Ja, Wüsten haben wir en masse. Oder halt ein ganzes Stück weiter weg, weil die Wüste ja, ich bin ja dabei. Groß, dann brauchen wir nicht hier vorne, dann können wir da hinten. Ich laufe ja. Ich sehe dir, du Ameise. Nee, Gehmeise. Hey, das ist cool. Wie wär's mit hier? Hier hätten wir schon, wo ich graben. Guck mal. Weißt du Bescheid? Jo. Wir könnten sogar tatsächlich dieses irgendetwas an Wasser hier wäre doch perfekt. Durch die Burg auf ein links und rechts der Seite des Wassers setzen. Wo bist du? Bist du noch weiter geflogen? Ich habe hier die Wüste an dem Haus von Liri quasi. Wo Liri mal ein Haus bauen wollte und es wieder abgerissen hatte. Ja, wo bist denn du jetzt? Falls du in Game Mode 1 bist, porte dich rüber. Wenn nicht, warte, bis ich auf dem Boden bin. Ich sehe dich, du bist auch über mir, oder nicht? Guck mal nach unten, was? Dreh dich um. Ich bin das. Ach, du bist das. Und dann wo haben ist wir nämlich um Platte die Ecke jetzt gleich ein Metaportal? Wo ist Platti jetzt hingerannt? Strickmamsel, führe mich. Ich weiß es selber nicht genau. Ich weiß nicht, wo die hin ist. Wo bist du denn jetzt hin da? Sonst musst du dich wirklich porten. Ich renn jetzt. Ja, aber du weißt doch nicht, ob du die richtige Richtung hast. Sie hat doch gesagt, wo Liris Haus ist, oder nicht? Was macht denn dieser dumme Hase? Der rennt da rum. Dass ich dann auch wieder abgerissen bin. Hör ihr doch mal zu. Hier ist der Tempel. Okay, dann weiß ich, wo wir hin müssen. Siehst du mich noch? Tempel, ich sehe dich noch. Tempel ist gut. Tempel ist perfekt. Tempel ist spitzenmäßig kotastisch. Ja, und von dem Tempel aus muss ich, glaube ich, jetzt links. Also. Warte, bleib stehen. Ja. Tempel. Da! Nee, ja. Ist doch. Ja? Ja? Ja, ja. Hallo! Ja, das sag ich doch. Beim Tempel müssen wir links ab. Au. Die meine ich hier. Na Gogo, jetzt geh du auch mal in eins und dann kannst du mal fliegen. Dann siehst du das auch von oben. Ja. Da wächst noch das Gras, wo ich die ganzen Bäume und was weiß ich nicht alle stehen hatte. Wie ich das schon wieder nicht weiß, wie das geht. Du kannst fliegen. Sehr schön, danke. Habe ich allerdings Sonja wieder verloren. Aber ich glaube, das war hier. Hier ist doch irgendwo noch der Lavasee, ne? Ja, da ist der kleine Lavasee, den sehe ich auch. Und dann muss das hier irgendwo gewesen sein. Guck mal, hier wäre perfekt, da könnte man. Weiß ich nicht, wo ihr seid. Ich sehe dich, dreh dich um. Ja,
Oh, aber ich meine, wo Platti und Liri sind. Die schwirren da hinten rum. Komm mit. Ich glaube es zumindest. Ja, Ah aber ja. die Gegend ist doch toll. Hier gibt es Höhlen, Schluchten etc. pp. Wo sind die beiden jetzt? Ja, unter uns. Nee, da ist ein Skelett. Ach, wo fliegst denn du jetzt hin? Du warst doch mal auf, dreh dich um. Also hier. Die Frage ist, wie groß? Sollen wir das mal eben abstecken? Wie breit soll die Außenmauer sein? Zwei breit? Was meinst du? Nee, es muss ja auch irgendwie so ein Wall, ne? Zwei breit wäre dann zu wenig. Ich würze eher drei. Drei breit. Ich erschlag dich mit meinem Pudding. Hey, der Joker ist der Pudding. Was ist denn das da hinten? Ah, Blümchen. Wo ist denn der Rest der Mädels jetzt hin? Ich bin hier oben bei Platti. Hier gibt es eine Höhle. Hier gibt es ganz viel. Wie wäre das, wenn wir so einen Tempel mal so bewohnlich umbauen? Den Tempel da hinten? Was, so ein Wüstentempel oder wie? Ja, da vorne ist er doch. Das ist der mit unserem Netherportal drin. Wer ist das? Oh. Wollen wir das Netherportal versetzen? Hier Wieso? Unten in die Höhle? Nein, nein, das. Wieso? Keine Ahnung, wo wir dann wieder rauskommen. Wäre doch mal spannend. Na, was grübelst du? Wahrscheinlich guckt sie jetzt, ob sie irgendwo Burgen findet. Nee. Das hier mit eurer Burg, das macht schön ihr. Ich gebe euch gerne ein paar Hinweise und Tipps, aber das Bauen, das macht ihr. Ich habe in meinem Leben jetzt schon mindestens 4 oder 5 Burgen gebaut. Das ja, reicht. Ich auch und das reicht mir auch. Das ist ein Wahnsinnsprojekt. Erst dann musst noch du hier alles eine drei breite Außenmauer. Alter, Finne, da bist du alleine an der Mauer, bist du ja schon 10 Stunden zugange. Hä? Ja, steckt doch erstmal den Rahmen ab, wie ja, groß die grade. Burg oder das ganze Gelände überhaupt sein soll. Ich guck gerade. Und wenn es erstmal mit Glowstone ist oder irgendwie sowas, dass man gucken kann, was für Ausmaße das Ding überhaupt haben soll. Wo finde ich denn hier in diesem Wirrwarr Glowstone? In den Blöcken und dann, ich glaube, irgendwie 6. oder 7. Reihe von oben. Ah. Ah, okay, war vielleicht 10. Ich glaube, ich hab sie. 9. Reihe. So, pass auf. Du
Du brauchst jetzt keine komplette Mauer zu ziehen, einfach nur so entlang fliegen oder und ein paar Glowstones setzen, damit man nur so ein bisschen das Ausmaß sieht. Sie hat es auf jeden Fall vor. Oko, komm wieder zurück, es reicht langsam. Weil wenn du dann noch Was? die andere Seite abstecken willst, dann ja. Das hier, was sie gerade absteckt, ist vielleicht gerade mal groß genug für den Bergfried. Nein, 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 nein. So riesig soll's nicht werden. Da müssen wir uns erst überlegen, wo wir auffüllen, wo wir abtragen. Ach du Scheiße, du möchtest eine richtig altertümliche Burg machen, wa? Ja, was Soll der verstehst du denn Lavasee unter hier Burg? weg? Nein. Nein, nein, so groß soll die ja nicht werden. Da die ist ja nur der Außenmauer, genau. Nein, ist ein kleines Projekt. Wir übertreiben ja auch nicht oder so. Lass sie doch erstmal machen. Ah, nein, sie geht in die andere Richtung. Ich habe gedacht, sie geht jetzt nach da weiter und jetzt geht sie jetzt nach da weiter. Also von daher. Na, du blödes Ding. Du möchtest also den Lavazee mit einbeziehen. Natürlich. Ja, ich habe jetzt gedacht, der ist dann halt an der Außenmauer und wird vergrößert. Schlag mich jetzt nicht, Goretti, aber halt mal kurz an, bitte. Wieso? Wir haben hier so einen schönen erhöhten Sandberg. Wo? Wie wäre es, wenn wir den mit einbeziehen? Wo bist du denn? Und im Moment. Stimmt. Hör mal auf zu wackeln hier. Du meinst da oben drauf die Burg setzen. Richtig. Das kann man ja machen, das ist ja kein Problem. Weil so eine Burg ist so meines Erachtens immer so ein bisschen höher gelegen, damit man auch. Nein, ich glaube, du hast noch nicht viele Burgen im Ausland gesehen, oder? Ich bin noch nicht viel im Ausland gewesen. Siehste? Moretti, die meisten Burgen stehen auf Bergen. Das ist nun mal so. Weil das eine Befriedung war und da haben die auch sehen können, wenn Feinde kamen. Also die allermeisten Burgen sind auf Anhöhen. Ja, aber nicht zwangsläufig auch im Ausland, glaub's mir. Wir spielen aber nicht im Ausland, wir spielen hier, wir Ist spielen in doch Deutschland. egal. Nein, wir spielen in Minecraft. Geh weg, geh weg, geh weg. Das wird noch spannend, wenn wir die ganzen Löcher auffüllen. Warum auffüllen? Ja, warum nicht auffüllen? Ha? Willst du dauernd in die Löcher reinfallen oder was? Nein. Wer sagt denn, dass man dauernd in die Löcher reinfällt? Also ich fände das nicht schlecht, wenn wir hier auf die Anhöhe, wenn wir da die Burg setzen würden. Nee, dann steht sie zu hoch. Sie Du steht wirst noch einfach etwas zu hoch. von diesem Berg abtragen müssen, damit du eine Fläche hast, die groß genug ist für die Burg. Ja, weiß ich. Egal, mach du einfach mal. So, ich denke, von dem Landstrich her müsste es so reichen. Oh Mann, jetzt habe ich da ein Loch gebuddelt. War ganz schön lang gezogen nach hier hin, oder? Was? Wo bist denn du? Es ist ja auch nur eine ungefähre Richtung. Warte. Ich finde, das reicht. Und ich würde nicht sagen, dass das so riesig ist. Zieh mal die ganzen Wände hoch, dann weißt du am Ende auch, was du getan hast.
Wir könnten. Und wie wäre es, wenn wir ganz einfach die Burganlage da hinten an dem Tempel machen, dass der Tempel sozusagen die Burg ist und da drumherum machen wir die Anlage? Ach so, das meinst du? Wäre auch eine Möglichkeit, dann muss ich das hier nur wieder wegnehmen. Ja, was? Der Tempel ist aber ein bisschen klein, ne? Man könnte... Wo ist denn der Tempel? Hier. Also ich fände es schon, wenn wir jetzt hier noch alles ein bisschen begradigen und dann hier Mauern ziehen und das Wasser hier durchgehen lassen, dann hätten wir hier schon mal einen Burggraben. Den Tempel ausbuddeln? Nein, den Tempel nicht ausbuddeln, nee, den lassen. Hier, das Wasser hier, das Wasser durchgehend machen. Ne, dann hätten wir da schon mal. Oh, hier ist eine Stadt. Wo ist eine Stadt? Interessant. Moment, ich mache ihn eben wieder weg da. Was denn? Ach, ist schon weg. Müsste wir hier allerdings ein bisschen Sand abtragen, damit man den Tempel besser sieht, ne? Unbedingt.
Ja. Boah, was ist denn das für ein blöder Sandstein hier? Ich glaube, die nächste Schicht muss auch noch weg, ne? Noch eine Schicht da drunter? Diese hier. Okay. Ah. Bis da unten hin. Ja, hier ist. Nee, da, das muss dann bleiben hier. Wo sind denn die Mädels hin? Ich stehe auf dem Baum und gucke euch zu. Was macht Liri da vor dem Tor? Wir überlegen, wie wir das jetzt machen. Was denn? Naja, ihr wollt ja unbedingt das Tor versetzen, was ich ein bisschen doof finde, weil dann wissen wir wieder nicht, wo wir hinkommen. Wer sagt denn, dass wir das Tor versetzen wollen? Soll das in der Burg drinnen bleiben? Ja, klar. Hast du schon mal gesehen, wie groß das Tor ist? Wieso, das Tor ist doch im Tempel, oder nicht? Ja. Und du willst den Tempel doch ausbauen zur Burg. Nein, der Tempel bleibt in der Burg. Verstehst du? Als Monument. Als eins der Häuser. Ah. Dann mache ich mir darüber auch keine Gedanken mehr. Nee, ich weiß auch gar nicht, warum du dir da Gedanken drum machst. Weil ich das auch so wie Platti verstanden hatte. Auf welchem Baum stehst du denn? Auf der anderen Seite des Flusses, auf einer Akazie. So. Ja, von wegen so. Diese Schicht muss auch noch weg.
Ja, ich würde gar nicht so viel wegmachen. Weil dann hast du ja den ganzen Flair von der Burg irgendwie vertan, weißt du? Der ganze Flair von der Burg war eben noch verschüttet. Tempel. Oder von dem Tempel, ja.